Willkommen zurück bei No Man's Sky. Wir sind hier fertig auf dem Planeten, alles abgeräumt, alles gefunden und wir begeben uns zurück zu unserem Raumschiff. War das da oben, ja? Na gut. Jedenfalls, ich habe nochmal 3 neue Mods installiert. Ich kann mich gerade bloß an 2 erinnern. Ich weiß nicht, was die dritte Mod war. Jedenfalls, eine sehen wir direkt, wenn ich unser Visier mal raushole. Da haben wir jetzt nicht mehr das Fernglas, sondern das soll so eine Art Helmvisier darstellen. Finde ich ganz nett gemacht, gefällt mir auch ganz gut. Und dann noch eine andere Mod, die, wir sehen da oben jetzt noch einen Punkt. Und zwar, vielleicht kommen wir da nochmal hin, ist die dafür gedacht, dass man dadurch leichter Tiere erkennt, die man noch nicht gescannt hat. Und zwar, wenn wir dann, das werden wir dann auf dem nächsten Planeten sehen, der dann ja aber auch Tiere haben muss. Und zwar werden mir dann nur noch Tiere in Entfernung angezeigt, die wir tatsächlich noch nicht gescannt haben. Also nicht bloß... Okay, jetzt wird es mir da oben... Na gut, ist egal. Gehen wir weiter. Und halt, die Punkte sind ein bisschen größer, also besser zu erkennen. Das sollte es ein wenig einfacher machen. Nicht zu einfach, aber ein wenig einfacher. So, wir gehen jetzt aber erstmal zum Raumschiff. Und dann hauen wir von hier ab, gucken uns einen der anderen beiden Planeten an, die hier noch übrig sind. Sind nämlich bloß noch 2. Ah, ich glaube, ich habe mir die Mod installiert, die Startkosten der Schubdüsen reduzieren. Bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Die hatte mir gut gefallen. Da habe ich eine Weile überlegt, ob ich die mir draufziehe. Statt 25% für einen Start. Das finde ich auch ein bisschen lächerlich, dass es so viel kostet, aber ist egal. Statt 25% wären das bloß die Hälfte, also sprich 12,5-13% pro Start. Ja, mal schauen, weiß ich, ich kann es gerade gar nicht aus dem Kopf sagen, ob ich die installiert habe. Da unten dann nochmal ein Tier. Wir haben ja alle Spezies, ne? Also das nochmal hier drüben. Alles da, alles gefunden. Aber innerhalb der Spezies kann es ja immer noch mal so eine kleine Abweichung geben, die wir noch nicht gefunden haben. Und die werden auch angezeigt. So, aber zurück. Und ja, hoffen, dass der nächste Planet nicht ganz so kalt ist. Und dann gibt es ja noch eine andere Modifikation, die... Oh, was haben wir hier? Titan. Da gibt es noch eine andere Modifikation, die... Oh Gott, welche war das? Ach ja, genau, die auch nochmal allgemein die Planeten so ein bisschen verbessert. Jetzt habe ich aber schon 2 Mods installiert, die da was zu beitragen. Ja, kleiner. Und dabei bleibt es auch erstmal. Ich möchte mir so noch ein paar Planeten angucken, wenn ich irgendwann denke, ja okay, vielleicht doch nochmal was Neues, dann werde ich mir die draufladen. Aber ich gucke jetzt, ach genau, jetzt fällt mir gerade die dritte Mod ein. Ja, machen wir gleich. Und wenn ich dann denke, ja, jetzt wäre es mal wieder Zeit, vielleicht doch mal noch eine Mod in der Richtung zu installieren, dann werde ich das auch tun. Ich gucke da jetzt doch regelmäßig mal rein, so alle 2, 3, 4 Tage und guck mal, ob es irgendwas Neues gibt. So, und zwar die dritte Mod war nicht die Schubkosten oder Reduzierung der Kosten, sondern war... Ich hatte ja die Low-Flight-Mod drauf, dass wir näher über dem... über der Oberfläche fliegen können. Und da gibt es noch eine andere Mod, die allgemein das Handling des Raumschiffes verbessert, mit der ich auch nah über dem Erdboden fliegen kann und mit der ich sogar rückwärts fliegen kann. Ich bin gespannt, wie es ist. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, weil wir halt weit weg waren und ich wollte jetzt nicht ohne euch hier zum Raumschiff zurück. Hier glitschen wir uns erstmal gemeinsam hoch. Müssten eigentlich... Da. Da ist es. So, genau. Und was mir auch gesagt wurde, was ich auch nicht wusste bisher, wenn ich... Wo ist das? Okay. Wenn ich hier nebenan nochmal ein Jetpack Boost 2 bauen würde, dann würden die sich wohl verbinden und nochmal etwas mehr ausmachen. Also nochmal besser sein ein bisschen. Weil ich ja immer nicht wusste, ob das miteinander stackt oder nicht. Hä? Hä? Wo? Ist das eine Sache, die ich bloß einmal bauen kann? Okay,
Gesundheitsmodul Theta, das wollte ich auch unbedingt mal bauen. Oh, Aluminium 200 und was? Tamium 300, das ist okay, das hätten wir ja fast. Aluminium 200. Ich versuch's mal im Hinterkopf zu behalten. Kann ich die nur einmal bauen? Jetpack Boost? Also könnte ich das auch wieder finden, theoretisch. Okay, ich bin dezent gerade ein bisschen verwirrt, dass das gerade nicht auftaucht. Ich hoffe, das ist kein Bug oder so. Wieso ist denn das unentdeckt? Ah, ich glaube, ich hatte ja den Speicherpunkt nicht mitgenommen, ne? Ja, genau, da hinten. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Komm, wir hauen jetzt hier ab. Zack. Steig nochmal kurz aus, um einfach nochmal zu speichern. So. Ja, und dann lasst uns mal abhauen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es sich fliegt. Auch, dass man die Geschwindigkeit dadurch ein bisschen besser einstellen kann. Und halt auch so schon über der Oberfläche normal ein bisschen schneller fliegen kann. Das seht ihr jetzt hier über 200, das wäre vorher undenkbar gewesen. Also gar nicht so verkehrt. Okay. Wo sind jetzt die anderen Planeten? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Gut, lasst uns mal rausfliegen. Ich hoffe, es kommen keine Piraten. Bitte nicht. So, wir fliegen jetzt mal ein bisschen raus in den Weltraum. Den haben wir entdeckt. Von dem kommen wir? Das war doch noch irgendwo ein Vierter. Achso, da oben die beiden und da unten müsste noch einer sein. Der dort unten. Huch, der ist auch unentdeckt. Okay, also da ist noch einer und der dort unten ist auch unentdeckt. Da. Jo, na dann mal los. Genau. Refiel Tak, wie heißt der? Refiel Tak Dubing. Na, schauen wir doch mal. Also er hat sich jetzt vom Gefühl her auf jeden Fall einen Ticken geschmeidiger angefühlt. Vom Fliegen her. Ist auch eine ganz begehrte Mod. Also die Modding Community scheint hier erstmal relativ aktiv zu sein. So wie es bisher aussieht. Bloß das Spiel an sich scheint nicht mehr so beliebt. Ich denke mal, viele warten da erstmal, dass die Entwickler einen großen Patch oder so nachschieben und kommen dann vielleicht nochmal und schauen sich die ganzen Sachen nochmal an. Ich hoffe es jedenfalls, weil so schlecht ist es ja nun auch nicht, ne? Guck mal hier, wir können mal nachladen, fällt mir gerade ein. Ist ja genügend da. So. Da fehlt uns was. Ich würde gerne mal wieder auf den Mond. Sieht der sehr, sehr geil aus. Ich hoffe, es bleibt so. Ich habe aber immer noch keine Anti-Piraten-Mod entdeckt. Gefunden. Das wäre mein Traum. Anti-Piraten-Mod, dass die gar nicht erst auftauchen, würde ich mir sofort installieren. Da habe ich nun wirklich absolut keinen Bock drauf. Scheiße, haut ab, ey. Drecksäcke. Ich bin bald da, lass mich in Ruhe. Ach, wie ich's hasse. Ach, fickt euch. Wertvolle Fracht. Ich habe keine wertvolle Fracht. Kommen die da hinterher? Guck mal, ich flieg noch mit 3000 Sachen. Hm.
Geil, kann ich jetzt abhauen dadurch, ja? Huch. Okay, dann fliege ich halt so auf dem Planeten drauf, das ist mir auch egal. Oh, der sieht aber nett aus von Weitem, oder? Vorsicht. Okay, so kann ich immer abhauen mit der neuen Flugmod, die die Geschwindigkeit auch ein bisschen erhöht. Na gut. Umso besser. Okay, jetzt sind sie auch wieder weg. Nice. Ja, wunderbar. Na. Geht doch. Sauber. Mal dahin fliegen. Ja, schon sehr zerklüftet, ne? Grün. Ja, sieht jetzt zumindest nicht aus wie eine Oase. Beginnen Landanflug. Hält mir aber saugut. Oder ist das Eis? Ist das Schnee? Das wäre das erste Mal, dass wir Schnee finden. Boah. Das könnte sein, dass das einfach Schnee ist. Cool, das ist Schnee. Da ist eine Basis. Kann ich da landen zufällig? Da hinten ist ein Landepad. Gut, dann können wir erstmal ein paar Sachen wieder verkaufen. Also es fliegt sich tatsächlich sehr schön. Es ist nur noch mit dem Landen klappen. Ja, läuft. Ach, guck mal, da sind sogar Tiere. Guck mal. Kalt, Wächter niedrig, Flora unzureichend und Fauna mittelmäßig. Der erste Schneeplanet. Ach genau, und unentdeckte Sachen. Okay, es ruckelt kurz. So, die werden jetzt so angezeigt. So, wunderbar. 1 von 7. 7 Spezies. So ein bisschen Metroid Prime-mäßig, ne? So ein bisschen. Huch. Es scheint ein... Ja, ich habe schon wieder vergessen, welche Farbe unser Raumschiff hat. Unsere Pink Lady. Tamium. Ne, das ist Zink. Das ist das Tamium. Cool, der erste Schneeplanet, freut mich. Ist wahrscheinlich sehr kalt, ne? Minus 30 Grad. Oh, lass uns mal reingehen. Oh. Das ist aber nett. Was soll denn das Teil kosten? 186.000? Farbentechnisch, ja, jetzt nicht unbedingt das Optimum. Achso, wir haben dieselbe. Genau die gleiche haben wir. Okay, das ist wirklich dieselbe. Okay, ich habe gedacht, unsere wäre ein bisschen kleiner. Der Gerät. Noch ein Gerät. Mahlzeit. Ich komme gleich, Kundschafter Adi. Adi. Kundschafter Adi. So, so. Was haben wir denn dabei? Iridium. Wir haben sogar noch 2 Atlassteine. Sehr wertvolle Rarität. Boah. Radnox, das bleibt. Kraka kann weg. Emeril. Raumschiff-Inventar war, glaube ich, nichts weiter, ne? 2 Suspensionsflüssigkeiten, die können wir mal aufheben. Da können wir uns dann nochmal
könnten wir eigentlich direkt mal machen. Pass mal auf. Und zwar Antimaterie. Warte mal. Iridium fehlt. Okay. Na gut, dann haben wir auf jeden Fall Raum. Halt. Weg. Raumschiff. Ich lade das jetzt einfach dreimal auf. So, da haben wir hier wieder ein bisschen. Halt. Hier wieder ein bisschen Platz. Und hier könnten wir eigentlich auch nochmal was reinbauen. Da würde ich ja dann gerne das hier einfach mal reinbauen. Gesundheitsmodul. Oder dieses Kältedingens. Warte mal, ist das Schildverstärkung Tau? Strahlungskühlmittel. Achso, auf heißen Welten. Gegen kalte Welten habe ich noch nichts, oder? Doch hier, Wärmeschicht. 100 Kohlenstoff. Ah, ja, doch, die könnten wir eigentlich zusammenkriegen. Das können wir auch mal machen. Aluminium packe ich mal da hoch. Die Adlersteine kann ich nicht sacken, ne? Ne. So. Gut. Mal wieder ein bisschen aufgeräumt. Kann ich direkt mal Kohlenstoff mitnehmen. 100 brauchen wir. Ah, guck mal. Multiwerkzeug. Nachladebeschleuniger. Tau, auch bereits bekannt. Hallo. Kundschafter Adi. Fehlt nur noch so ein kleines Bärtchen. Unterm Näschen. Zwischen den Hörnchen. Krieger. Aha. Angebot. Mitgift. Okay. Die pessimistische Lebensform studiert ein Bild eines anderen jungen Kriegers auf seinem Tablet. Der abgebildete Krieger sieht lebensstrotzend und beeindruckend aus. Er hat breite Haarlocken im Gesicht. Er wirkt reich und scheint aus einem guten Zuchtbestand zu stammen. Der Blick in seinen Augen ist heißblütig. Die Lebensform sieht mich mit fragenden Augen an. Sie sucht offensichtlich jemanden, mit dem sie das besprechen kann. Selbst zustimmen. Wir sind Valkyrienverbündete, das müsste, die ich eines Tages heiraten werde. Oh, neue Technologie entdeckt. Warp-Reaktor. Ja! Nein! Boah, die Mats sind ja böse. Geil. Warp-Reaktor Tau. Ja, super. Der Hyperantrieb profitiert von hochentwickelter Fusionstechnologie, die dem Raumschiff höhere Warp-Geschwindigkeit und Intensitäten ermöglicht. Das Schiff des Nutzers kann tiefer in den Weltraum springen und weiter entfernte Planetensysteme anfliegen. Die Warp-Kernleistung wurde gedrosselt, um eine sichere Kernschmelze unkontrollierten Tamium-9-Fusion und Tod zu vermeiden. Es wird empfohlen, dass der Nutzer über die galaktische Karte auf die Hyperantriebssysteme zugreift. Aha, und welche kann ich damit jetzt anfliegen? Tau ist dann tatsächlich Stufe 2 erst, ne? Alter, ey, 800 Alu. Vielen Dank, Herr Adi. Nee. Warte mal, komm ich hier hinten rein? Komme ich da weiter mit meinem Atlas Pass V1? Nö, V2. Hm, war klar. Da ist bloß der andere Ausgang. So. Ja, war ja klar, ne? Jetzt habe ich den Hyperantrieb. Obwohl. Muss ich den anderen dafür rausbauen? Nee, ne? Warp-Reaktor Tau, geil. Dynamischer Resonator kann man, glaube ich, kaufen. Nickel, 600 Nickel. Anpinnen? Ich kann ein Rezept anpinnen? Habe ich jetzt gemacht mit X. Und nun? Naja, und 800 Alu. Jetzt habe ich es angepinnt. Man weiß es nicht. So. Fein.
erstmal abspeichern. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter und erkunden den Planeten so ein bisschen, reisen rum, suchen die ganzen 6 verbleibenden Spezies, nehmen noch ein paar Pflanzen mit. Na, war das noch ein kleiner? Dürfte wahrscheinlich dazugehören. Nein, 2 von 7, neue Spezies. Oh, da hinten ist auch eine Höhle. Können wir auch mal reinschauen. Wir brauchen eine ganze Menge Nickel und Aluminium, wie ich gerade feststellen musste. Suchen wir auch. Gut, na guck mal, den nehmen wir auch noch mit. Achso, der zeigt mir jetzt rechts unten immer an, was ich brauche. Ne? Na gut, wir gucken mal, wie das so weitergeht. Ja, vielen Dank für heute. Schönen Tag noch und haut rein. Bis zum nächsten Mal.